Es geht um Liebe und Erotik, um dramatische Schuldenkrisen in Adelskreisen, um verschwundene Schätze und um Leidenschaften, von denen man nicht mehr loskommt. Wenn man einmal diesen Bacillus hat, dann hört es eigentlich niemals auf. Die gefragtesten Künstler und die reichsten Männer Europas waren beteiligt. Es war ein Fieber, das in Europa ausgebrochen war. Alle Fürstenhöfe wollten einfach Porzellan haben. Auch im Fürstentum Nassau-Saarbrücken hinterließ die Sucht nach Porzellan ihre Spuren. Kombiniert mit einer Liebesgeschichte à la Rosamunde Pilcher. Furtweiler Porzellan zählt ja mithin zu den teuersten Porzellanen, die wir kennen auf dem Kunstmarkt. Bietet einer mehr als 30.000 stehend. 30.000. Eins, zwei und drei. In dem vielschichtigen Spiel aus Passion und Kalkül sind sie die Hauptakteure. Fürst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken und seine Gemahlin Sophie Erdmuthe. Die beiden sind auf dem Weg von ihrer Residenz Saarbrücken ins gut 30 Kilometer entfernte Ottweiler. Dort haben sie eine Porzellanwerkstatt eingerichtet, eine wahre Wunderkammer. Von ihr führen Spuren in die ganze Welt. Sogar nach Übersee. Ottweiler. Eine Nebenlinie der Grafen von Nassau-Saarbrücken wählte den beschaulichen Ort im 16. Jahrhundert als Residenz. Die Häuser am Rathausplatz erzählen davon, dass im Umfeld des Hofes auch die Bürger zu Wohlstand gelangten. Hier arbeitet Brigitte Meister. Im Hauptberuf ist sie zuständig für das Gebäudemanagement im Landkreis. Sie kümmert sich um Schul- und Verwaltungsgebäude. Ihr Herz schlägt aber vor allem für die Geschichte ihrer Stadt, die, fast vergessen, mit ihrer Hilfe zu neuem Leben erwacht. Für die Reichsgräfin Katharina von Ottweiler und Porzellan aus der hiesigen Manufaktur. Also ich würde sagen, das ist eine typisch weibliche Leidenschaft, die Leidenschaft für Porzellan. Ich liebe schön den Tisch zu decken. Und als Kind hört man natürlich, in Ottweiler gab es mal eine Porzellanmanufaktur und der, oder es gibt noch Teile in der Stadt. Und irgendwann hat sich das so entwickelt. Zwei große Ausstellungen hat sie mitorganisiert und so die Bedeutung des Ottweiler Porzellans außerhalb der Expertenwelt erst so richtig bekannt gemacht. Der Wert der Lavoir-Kanne des Fürsten Wilhelm Heinrich soll bei weit über 100.000 Euro liegen. Mokka- und Sahnekanne, Zuckerdose und Servierplatte. Alles Unikate und sowas wie der Rolls-Royce des 18. Jahrhunderts. Die Fürsten wollten sich gegenseitig überbieten. Porzellan war ihr Prestigeprodukt. Gerade hat Brigitte Meister von einer Sensation erfahren. Eine Porzellantasse aus Ottweiler, von deren Existenz bisher niemand wusste, ist aufgetaucht. Die Weinheimer Kunsthändlerin Friedel Kirsch hat sie ersteigert. Das muss Brigitte mit eigenen Augen sehen. Dann gehen wir rüber. Ja, und wo haben Sie die Tasse jetzt her? Die konnte ich auf einer Auktion in der Schweiz erobern. Mhm. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil das zu dem Nymphenservice gehört, von dem 14 Teile bekannt sind bislang. Also das wäre dann, darf ich mal gucken? Ja. Das wäre ja dann vielleicht die Obertasse zur Untertasse im Saarlandmuseum. Das denke ich. Ja, und dann eventuell das 151. Genau, Teil. Genau. Ottweiler ist so ungefähr das Seltenste, das es überhaupt gibt. Es gibt kaum eine Manufaktur,
die so wenig noch in ihren Erzeugnissen erhalten ist wie Ottweiler. Und daher stürzt sich alles auf Ottweiler, wenn mal etwas auftaucht. Das ist einfach hochinteressant. Sie ist also bezeichnet Nassauer Saarbrücken. Ja, sie ist. Und ich bin auch gewillt, sie mir zu nehmen. Ihren Anfang nahm diese faszinierende Geschichte im Schloss von Saarbrücken. Hier liefen 1763 die Fäden für die Herstellung des weißen Goldes zusammen. Schon mit Anfang 20 hatte Fürst Wilhelm Heinrich aus dem hessischen Usingen die Regentschaft in Nassau-Saarbrücken übernommen. Das alte Renaissance-Schloss entsprach nicht seinen Vorstellungen. Also ließ er ein neues bauen, ganz à la Mode, barock eben. Er wollte klotzen, nicht kleckern. Schließlich hatte er den französischen König zum Freund. Seine Frau Sophie Erdmuthe korrespondierte mit Voltaire, Rousseau, Diderot. Der Fürst war Feldmarschall der französischen Armee. Die Fürstin angesehen in den höchsten Pariser Kreisen. Wilhelm Heinrich unternahm große Anstrengungen, um die Wirtschaft seines Fürstentums in Schwung zu bringen und sich selbst ein luxuriöses Leben zu gönnen. Nur das Beste war den beiden gut genug. Und das galt selbstverständlich auch für die Porzellanherstellung. Die modebewusste Fürstin demonstrierte mit den edlen Stücken ihren guten Geschmack. Wilhelm Heinrich unterstrich sein Image als innovativer und potenter Herrscher. Gleichzeitig hoffte er, mit dem Verkauf die klammen Kassen aufzufüllen. Aus Passau ließen sie teures Kaolin herbeischaffen. In Frankreich verpflichteten sie die besten Maler und Porzellanspezialisten. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Ottweiler Porzellan war edler und härter als das anderer Manufakturen. Sogar der französische König blickte neidvoll nach Nassau-Saarbrücken. Es war ein Fieber, das in Europa ausgebrochen war. Alle Fürstenhöfe wollten einfach Porzellan haben, eine eigene Manufaktur. Und dann hat man sich natürlich erkundigt. Man hat die eine Manufaktur, der eine Fürst hat dem anderen Fürsten die Arbeiter, die Maler, die Bossiere abgelotst. Und ja, da hat er ein gutes Händchen gehabt. Fürst und Fürstin waren häufig auf Reisen, vor allem nach Paris. Sie pflegten engen Kontakt zu Ludwig XV. Der Hof von Versailles war stilbildend für den Adel in ganz Europa. Wer hoch stand in der Gunst des Monarchen, durfte einem festlichen Mahl beiwohnen, als Zuschauer oder sogar als Gast. Wilhelm Heinrich engagierte einen bekannten Porzellanfabrikanten aus Rouen. Ein umfangreicher Vertrag regelte die Arbeit des Direktors Dominique Pellevé, was diesen jedoch später nicht davon abhielt, Ottweiler fluchtartig zu verlassen. Zunächst allerdings war seine Arbeit überaus erfolgreich. Ottweiler hatte der Fürst ausgesucht, weil es dort wichtige Rohstoffe und genügend Arbeiter für die Porzellanherstellung gab. Von Ottweiler führen wichtige Spuren nach Augsburg. Die Fuggerstadt war jahrhundertelang mächtiges Handels- und Finanzzentrum. Hier lebten bedeutende Künstler und Mäzene. Das aus der Rokoko-Zeit stammende Schätzler-Palais ist heute der Star unter den Augsburger Museen. Es beherbergt die Deutsche Barockgalerie und ein umfangreiches grafisches Archiv. Das muss ich schon mal lesen. Christoph Nicht und der aus dem Saarland stammende Museumsdirektor Christoph Trippesch hüten einen kunsthistorischen Schatz mit Tausenden von Zeichnungen und Kupferstichen. Einige davon existieren als farbige Versionen auf Ottweiler Porzellan. Die Vorlagen stammen vom damals in ganz Europa bekannten Augsburger Zeichner, Grafiker und Kupferstecher
Johann Esaias Nilsson. Er war reichsstädtischer Akademiedirektor hier in Augsburg und er hat eine unglaubliche Fülle von Material produziert, Vorlagen, Stiche, sehr, sehr viele Zyklen. Und solche Zyklen konnte man sich kaufen, konnte man erwerben und hat sie dann natürlich als Vorlage genutzt. Beispiele haben wir auch hier, Le Travail oder Le Repos. Also man sieht sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, allerdings auch Variationen, denn die Maler haben sich natürlich nicht sehr genau dran gehalten, sondern haben diese Stiche als Inspirationsquelle genutzt, um sie abzuwandeln. Erbaulich besinnliche Szenen sollten den Betrachter anrühren, seine Emotionen wecken. Fliegende Händler zogen durch die Lande und verkauften die Stiche von Nilsson an den Höfen. Also Nilsson war europäisch verbreitet, muss man sagen. Also sicher auch in Richtung Frankreich, wenngleich es in Paris natürlich nochmal eigene Kupferstecher gab, die Vorlagen produziert haben. Aber Nilsson war einfach der Begründer des Augsburger Geschmacks. Das war im Prinzip das süddeutsche Rokoko mit diesen wunderbaren Rocaillen und diesen floralen und vegetabilen Mustern. Doch nicht nur muschelförmige Verzierungen waren modern. Schon damals schätzte man Bildgeschichten. Berühmtes Beispiel? Die Lieblingsterrine von Brigitte Meister. Ja, sie erzählt die Geschichte einer flüchtigen Liebe. Im 18. Jahrhundert hat man ja auch bei Tisch mit Porzellan Geschichten erzählt. Und sie erzählt halt die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen. Ein Mann und eine Frau kommen sich langsam näher. Doch diese Geschichte hat eine zweite Ebene. Der Hungrige nähert sich der Speise. Essen als liebevolle Umarmung. Im Barock verwandte man gerne solche Doppeldeutigkeiten. Der Gourmet, ein Genießer. Doch dann, die Terrine ist leer. Der Geliebte weg. Irdisches Glück ist eben flüchtig. Das Glück von Fürst und Fürstin schien, zunächst jedenfalls, dauerhafter. Sie führten eine recht harmonische Ehe. Zwar hatte der Fürst, wie es damals üblich war, Mätressen. Auch pflegte er Kontakte zur Marquise de Pompadour, der einflussreichen Geliebten des französischen Königs. Doch Sophie Erdmute nahm es gelassen. Schließlich hatte auch sie ihre Verbindungen nach Paris. Wilhelm Heinrichs große Leidenschaft war die Architektur. Er wollte Saarbrücken als Residenz prachtvoll gestalten, nach allen Regeln der barocken Kunst. So sollte sein Architekt Friedrich Joachim Stengel einen der schönsten Plätze im Südwesten erschaffen, mit einer Kirche im Zentrum. Der Ludwigsplatz wurde das Meisterwerk Stengels und die Ludwigskirche gehört zu den bedeutendsten protestantischen Gotteshäusern des Barock in Deutschland. Sie trägt den Namen von Wilhelm Heinrichs Sohn, unter dessen Herrschaft der Bau vollendet wurde. Ludwig war 23, als der Vater starb und ihm eine Menge Schulden hinterließ. Die Ehe mit Wilhelmine, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt, war aus dynastischen Erwägungen arrangiert und blieb unglücklich. Ludwigs Leidenschaften waren das Militär, die Jagd und die Frauen. Er legte großen Wert auf Pracht, Glanz und Mätressen. Schließlich war der französische König sein Patenonkel. Dass er sich jedoch in sie, die Zofe seiner Mätresse, verliebte, war ein Skandal. Noch dazu war Katharina Margareta Kest die Tochter eines niederen Bauern. Doch Ludwig meinte es ernst. Er schickte das Gänsegretel zur Erziehung nach Frankreich und machte sie mit 16 Jahren zu seiner offiziellen Geliebten. Eine ungewöhnliche Romanze und eine große Liebe. Ludwig heiratet Katharina zur linken Hand. Und als Wilhelmine, seine Gemahlin, stirbt, macht er das Bauernmädchen zu seiner rechtmäßigen Frau. Gegen den erbitterten Widerstand der adligen Verwandtschaft. Ludwig inszenierte sich gern selbst. Sein Frühstücksgeschirr zeigt ihn hoch zu Ross bei der Wildschweinjagd, einem der Hauptvergnügen am Saarbrücker Hof.
Doch können die aufwendigen Malereien nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Porzellan dunkler ist und weniger durchscheinend als das Blütenweiße von Wilhelm Heinrich. Der Sparzwang forderte Tribut. Anstelle des teuren Kaolins aus Passau musste Ludwig mit graustichiger Porzellanerde aus der Region Vorlieb nehmen. An einem geheimen Ort im Saarland lagert neben Originalfiguren vom Dach der Ludwigskirche ein noch weit größerer Schatz. Das Depot des Saarlandmuseums beherbergt die weltweit größte Sammlung Ottweiler Porzellans. Ingrid Schwarz und Lisa Wagner überprüfen von Zeit zu Zeit den Zustand der Prachtstücke, die einzeln in säureresistenten Kisten verpackt sind. Das ist die G römisch 1514. Bouillon. So, hier haben wir nochmal die Signatur und eine alte Inventarnummer. Mhm, sieht man gut. Die Entdeckung der Signatur NS ist wohl die spannendste Geschichte des Ottweiler Porzellans. Sie führt nach Hamburg. Dort sammelten Magdalene und Otto Blom, Verwandte der Reederei Blom und Voss, seit 1899 Porzellan. Ihre Sammlung im Harvesterhuder Weg, einer der Prachtstraßen der Hansestadt, zählte bald zu den bedeutendsten Privatkollektionen in Deutschland. Beraten wurden die Bloms vom Gründer und Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe, Justus Brinkmann. Zum Dank schenkte das Sammlerpaar dem Museum wertvolle Stücke, darunter auch einige aus Ottweiler. Damals lag die Geschichte der kleinen, aber feinen Manufaktur des Fürstentums Nassau-Saarbrücken allerdings noch völlig im Dunkeln. Dem Spürsinn von Justus Brinkmann ist es zu verdanken, dass das Geheimnis 1908 gelüftet wurde. Eine Terrine weckte Brinkmanns Interesse. Bis dahin gingen die Experten davon aus, dass die Signatur NS das Zeichen des italienischen Vergolders Niccolò Sebastiano war. Doch Brinkmann glaubte nicht so recht daran. Er stand in regem Briefkontakt mit seinem Heidelberger Kollegen Karl Lohmeier, der aus Saarbrücken stammte. Erst kurz zuvor hatte man von der Existenz der Manufaktur in Ottweiler erfahren. Brinkmann fand heraus, dass die Malereien auf der Terrine Stiche des Augsburgers Nilsson zum Vorbild hatten. Außerdem identifizierte er den Maler als den im Südwesten beliebten Wanderkünstler Friedrich Karl Wohlfahrt. Dass das Porzellan aus einer fürstlichen Manufaktur in Deutschland stammte, daran bestand für Brinkmann kein Zweifel. Also konnte NS womöglich für Nassau-Saarbrücken stehen. Lohmeier war von Brinkmanns These begeistert. Die beiden recherchierten weiter und waren sich schließlich sicher. Die edlen Porzellane stammten aus Ottweiler. Genau wie das Fürstentum war die Manufaktur in den Wirren der Französischen Revolution untergegangen. Brinkmanns Entdeckung war eine Sensation. Nun musste die Porzellangeschichte neu geschrieben werden. Heute ist Klaus Mewes zuständig für die Hamburger Porzellansammlung. Vier Stücke aus Ottweiler gehören zu seinen Schätzen. Der Knabe mit Vogelpärchen ist eine der seltenen Figuren aus Ottweiler. Ein Exemplar steht sogar im Metropolitan Museum of Art in New York. Die Terrine, die alles ans Licht brachte, für die Hamburger ein Vorzeigestück. Herkules im Streit mit Antaios. Eine Lavoir-Kanne mit Szenen aus der griechischen Mythologie. Passend dazu das Becken mit den Symbolen von Erde und Wasser. Ein Hinweis auf die Funktion der Waschgarnitur. Ja,
guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in Ottweiler, die Stadt, deren Namen ich trage. Denn mein Name ist Katharina, Gräfin von Ottweiler, und ich freue mich, wenn Sie mich nun gemeinsam durch die Stadt begleiten. Brigitte Meister ist in ihr Lieblingskostüm geschlüpft. Sie gibt die Gräfin von Ottweiler. Diesen Titel hatte Kaiser Josef II. Ludwigs großer Liebe, dem Gänsegretel Katharina, verliehen. Auf inständigen Wunsch des Fürsten. Ottweiler ist ja eigentlich eine mittelalterliche Stadt. Die Gründung von Ottweiler geht zurück. 1787 hatte Ludwig Katharina zum zweiten Mal geheiratet, standesgemäß zur rechten Hand, und sie damit zur Fürstin von Nassau-Saarbrücken gemacht. Der evangelischen Kirche. Nun stehen wir vor dem einzigen Stadtpalais, das Friedrich Joachim Stengel gebaut hat. Für unseren Schwiegervater. Wir wohnten zur damaligen Zeit in der mittleren Etage, das waren die Wohnräume. In der oberen Etage, da wohnten die Dienstboten. Und im unteren Stock, da war ein Schauraum der Ottweiler Porzellanmanufaktur. Und da Sie mir so tapfer gefolgt sind über das schwer zu gehende Ottweiler Pflaster, lade ich Sie jetzt recht herzlich ein zu einem Stück Katharinentorte. Fürst Ludwig verbrachte unzählige Stunden über den Vorgaben der kaiserlichen Schuldentilgungskommission. Peinlich genau musste er über alle Ausgaben Buch führen. Die Porzellanmanufaktur hatte er an zwei Franzosen verpachtet. Doch die Kommissäre kritisierten sein Vorgehen und erklärten den Vertrag für nichtig. Am Hof in Saarbrücken speiste man à la Française. Erst wenn alle Gerichte auf dem Tisch standen, durften die Gäste Platz nehmen. Die Tischdecken waren aus Damast, die Bestecke aus Gold oder Silber und das Porzellan aus Ottweiler. Zeitgenosse Freiherr von Knigge pries die fürstliche Tafel als vortrefflich. Bevor Porzellan in Europa in Mode kam, waren Terrinen, Saucieren, Kannen und anderes Geschirr aus Silber. Sein Nachteil? Es wurde heiß und war nicht geschmacksneutral. Die Silberkreationen kamen aus Augsburg. Seit dem Mittelalter arbeiteten in der bayerischen Stadt die besten Silberschmiede. Ihr Tafelsilber war weltbekannt und stand auf allen europäischen Fürstentafeln. Das Augsburger Maximilianmuseum zählt eine große Sammlung zu seinen Schätzen. Die große Passion von Museumsdirektor Christoph Trippisch ist allerdings das weiße Gold aus Ottweiler. Seit langem erforscht er die Geschichte der fürstlichen Firma in Nassau-Saarbrücken. Im Jahr 2000 hat er in Ottweiler die erste umfassende Ausstellung kuratiert. Diese Krumme stammt aus einem Purpur-Schuppenservice. Wir sehen hier diese wunderbar aufgemalten Schuppen, die vergleichbar auch im Saarlandmuseum aufbewahrt werden. Da gibt es drei oder vier Teile, die ebenfalls aus diesem Service stammen. Wir haben hier wunderbare deutsche Blumen aufgemalt. Das ist ja ein ganz charakteristisches Merkmal für diese Periode der 70er Jahre der Ottweiler Manufaktur. Interessant auch, dass man in den 70er Jahren natürlich sehr viele durchaus Fehler hatte im Porzellan. Im Innern sieht man das besonders. Das sind solche kleinen Hügel, fast eine kleine Hügellandschaft hat man im Innern. Und da sind jeweils Blümchen drüber gemalt, um diese Fehler zu überdecken. Die Masse insgesamt ist auch etwas graustichig. Das ist eben typisch für diese zweite Phase der Produktion, als man eben sparen musste. Das war in der Zeit um 1770, also genau die Zeit, in der auch hier der Festsaal vollendet worden ist. Der Rokokosaal ist das Prunkstück des Augsburger Schätzlerpalais. Nahezu alles hier ist noch im Originalzustand. Eingeweiht wurde der Saal von Prinzessin Marie Antoinette, kurz vor ihrer Hochzeit mit dem späteren französischen König Ludwig XVI. Im Rahmen eines rauschenden Festes. Nicht alle Gemälde der Deutschen Barockgalerie können in Augsburg ausgestellt werden. Das Porträt der Maria Theresia Obwexer wird im Fundus aufbewahrt. Es erzählt vom Wohlstand der Kaufmannsfamilie
die Kakao und Kaffee importierte. Porzellan war auch in Bürgerkreisen Statussymbol. Ottweiler Porzellan zählt ja mithin zu den teuersten Porzellanen, die wir kennen auf dem Kunstmarkt. Dieses Stück hier ist 2001 zum ersten Mal aufgetaucht in Paris und ist dann eben in eine süddeutsche Privatsammlung gewandert. Nummer 167 haben wir den telefonischen Bieter mit 5.000 Euro am Telefon. 5.000, mehr als 5.000 gegen den Saal. 5.500, hält er 6.000. Im Auktionshaus Metz 6.000. In Heidelberg 6.000. Ist schon so manches Stück aus Ottweiler unter den Hammer gekommen. 6.4. Mike Metz 6.6, ist Sachverständiger für Porzellan. Dennoch danke fürs Bieten. 6.400 am Telefon. 1, 2 und 3. 6.4. Aus Russland, Japan, China und vielen anderen Ländern kommen Kunstsammler nach Heidelberg, um sich die Stücke anzuschauen und mitzubieten. Auch internationale Museen gehören zu den Kunden des Familienunternehmens. Meißen, Nymphenburg oder Fürstenberg, alles weit häufiger im Angebot. Porzellan aus Ottweiler ist nur noch ganz selten dabei. Weltweit sind nur 151 Stücke bekannt. Wenn heute irgendwo Ottweiler Porzellan auftaucht, dann ist das eine Sensation. Die Tafel am Saarbrücker Fürstenhof zierten auch Hirschterrinen aus Steingut. Steingut war wesentlich günstiger als Porzellan. Und Ottweiler stand immer noch unter dem Spardiktat der Schuldentilgungskommission. Die Zeiten waren nicht einfach für Fürst und Fürstin. Die adlige Verwandtschaft wollte Katharina partout nicht anerkennen. Ludwig erkrankte an Gicht und auch politisch lief nicht alles nach Plan. Französische Revolutionstruppen fielen 1793 in Saarbrücken ein. Die Fürstenfamilie konnte gerade noch fliehen, bevor ihr Schloss in Flammen aufging. Ludwig starb ein Jahr später in Aschaffenburg. Hier in dieser Vitrine stehen Porzellane aus. Kleinen Manufakturen. Die Ottweiler Porzellanmanufaktur geriet in Vergessenheit. Dass Elfriede Kirsch jetzt eine noch unbekannte Tasse ersteigern konnte, ist ein großer Glücksfall. Ihre Großmutter Elfriede Langeloh hatte bereits 1919 einen Antiquitätenladen eröffnet und war so erfolgreich, dass man sie anerkennend Porzellankönigin nannte. Die Tasse gehört zum Nymphenservice aus der Zeit um 1770. Erotisch verspielt bis verwegen. Die Motive entsprechen dem Zeitgeschmack und den Vorlieben des Fürsten. Kannen und Tassen mit den pikanten mythologischen Szenen sind in Hamburg, London und sogar Toronto ausgestellt. So spiegelt Porzellan aus Ottweiler nicht nur die spannende Geschichte der Manufaktur wider, die lange im Dornröschenschlaf lag, sondern es erzählt auch vom Lebensgefühl der Barockzeit. Von einer außergewöhnlichen Liebe zwischen Fürst und Gänsegretel und von Leidenschaften, die immer noch lebendig sind. Und obwohl die Manufaktur in Ottweiler nur wenig mehr als 30 Jahre produziert hat, leben die Fürsten bis heute weiter durch ihr Porzellan. Musik